So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Hey Merkel, navigiere mich nach Augsburg. Jetzt entscheide ich mal, dass wir wieder hierher gehen. Hä, aber ich wollte doch mal in den Süden fahren. Der Norden hat auch super Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Hey Merkel. Wolltest du auch fragen, oder? Was gibt's so Neues auf der Welt? Hier sind die CD-News. Heute im Studio, Angela Merkel. In Amerika ist es ja zum Teil ganz schrecklich mit dem Rassismus. Meine Tante fährt nach Amerika. Der frühe Hochsommer in diesem Jahr zeigt, extreme Wetterereignisse werden häufiger. Hey Merkel, weißt du noch, als ich dich neulich in der Prüfung nach den Antworten gefragt habe? 63 minus 6. Hey Merkel, was ist 63 minus 6? 63 minus 6 macht 57. Das ist die Berliner Antwort. Die Hochdeutsche heißt 57. In genau dieser Prüfung bin ich durchgefallen. Wie konnte das passieren? Also ich habe mich schon verhaspelt und ich habe auch schon manchmal was ganz Falsches gesagt. Und dafür schämst du dich kein bisschen? Das ist dann manchmal, muss man sagen, okay, passiert. Ist dumm. Also jetzt mal ganz ehrlich, was kannst du eigentlich? Skypen, Telefonate, Mails. Boah, ja, ist ja schon gut. Hey Merkel, wie siehst du eigentlich aus? Ich bin ehrlich gesagt baff. Ja, ich bin entsetzt, wenn es immer wieder Menschen gibt, die Menschen nach ihrem Aussehen, nach ihrer Rasse, nach ihrer Herkunft, nach ihrer sexuellen Orientierung bewerten. Hä, aber ich wollte doch einfach nur aus Interesse wissen, wie du aussiehst. Kannst du kurz mal aufstehen? Hä, warum denn? Das ist Rassismus, da müssen alle aufstehen. Oh Mist, dieser blöde Staubsauger. Hey Merkel, wie viel kostet ein neuer Staubsauger? Naja, also das ist eine sehr komplizierte Frage, weil Geld ist ja, also wie ist Geld entstanden? Früher, ganz früher haben die Menschen Sachen getauscht. Ich gebe dir ein Stück Fleisch und du gibst mir ein Brot. Ich führe Geld ein und dann hat man es einfacher, da muss man immer zwei Sachen gegeneinander tauschen. Und da ist dann das Geld, aber haben die Staaten plötzlich angefangen, dass sie Geld gedruckt haben, obwohl sie gar keine Gegenwert mehr dafür hatten, gar keine Sachen, die dafür eingetauscht werden konnten. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Hey Merkel, was ist deine sexuelle Orientierung? Was soll ich sagen? Ich mag Igel sehr gerne. Ich mag Elefanten sehr gerne. Und nun kann man ja keinen Elefanten zu Hause haben. Und Feldhasen mag ich auch sehr gerne. Hey Merkel, wie findest du Google Home? Da kann ich nur sagen, dümmer geht's nimmer. Wollen Sie Google bombardieren? Hey Merkel, kannst du rappen? Der nächste Punkt wird sein, dass Sie die Rente mit 67 rückgängig machen müssen, weil natürlich die Vermittlungsmöglichkeit für ältere Arbeit immer wieder abnehmen wird. Au! Oh nee! Hey Merkel, ich habe einen Kratzer am Arm, was soll ich tun? Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten. Kein Spiel auf einem Spielplatz. So einfach ist das. Damit bin ich am Ende. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.